Hallo Kumpels, es sind jetzt ein paar Monate vergangen, seit ich euch die brandneue vorgestellt habe. Fischer Paikel Han Solo. Und die Macht ist stark mit diesem jungen Padawan. Sie hat ein revolutionäres neues Kopfband. Keine Schnallen, Clips oder Klettverschluss, passt aber irgendwie automatisch zu ihrem Gesicht. Nun, es ist nur hier in Australien verfügbar. Es sei denn, natürlich, du bist ein SleepHQ Pro-Mitglied und die Pro-Mitglieder haben diese Maske auf die Probe gestellt. Und heute schauen wir uns etwas von diesem Feedback an. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns eine F&P-Werbung für diese brandneue Maske an, weil sie ziemlich gut ist. Verdammt gut, lass uns mal schauen. Die Therapie der Schlafapnoe ist ein spannender erster Schritt auf dem Weg ihrer Patienten zu einem besseren Schlaf. Aber es kann auch Herausforderungen mit sich bringen, etwa eine überwältigende Einrichtung. Schwierige Anweisungen und zu fest angezogene Gurte hinterlassen Markierungen und benötigen zusätzliche Hilfe. Also, wie können wir diese Herausforderungen vermeiden und eine transformative Lösung erschaffen? Wir brechen das Paradigma. Sowohl eine optimale Passform als auch eine einfache Bedienung sind für den Erfolg eines Patienten unerlässlich. Niemand sollte zwischen dem einen oder dem anderen wählen müssen. Gut sitzende Masken sind oft kompliziert zu verwenden, aber einfache Masken passen möglicherweise schlecht. Einfachheit und eine tolle Passform, das war immer ein Paradoxon. Bis jetzt. Wir stellen F&P Solo vor. Die weltweit erste automatische Maske. Unser Ziel mit F&P Solo war es, das Paradigma zu durchbrechen und eine Maske zu erstellen, die genauso einfach einzurichten wie zu tragen ist. Einfach für Patienten. Für uns aber nicht so einfach. Wir haben uns zuerst die Technologie weltweit angesehen, die automatisiert wird. Es ist einfach, weil vom Benutzer nur sehr wenig Eingabe benötigt wird. Dann dachten wir, wie wäre es mit einer Maske, die die Arbeit für Sie erledigt? Wir haben erkannt, dass wir nicht nur eine Maske, sondern ein System entwerfen. Um dies zu erreichen, musste alles genau richtig gemacht werden. Von unserer Textilauswahl bis zum Entwurf und zur Erstellung von Prototypen bis hin zur Herstellung. Es war unglaublich arbeitsintensiv. Und unser Team hat keine Abkürzungen genommen. Mit hochwertigen Materialien aus aller Welt und jeder Komponente, die für eine Präzisionsbauqualität hergestellt wird, musste jedes Element der Aufgabe gerecht werden. Das Ergebnis ist bahnbrechend für Patienten. Das Autofit-System ist revolutionär. Dehnen Sie die Maske über Ihren Kopf und drücken Sie sie dann einfach mit einem Tastendruck in Ihr Gesicht. Der Autolock-Mechanismus hält sie dann an Ort und Stelle. Ohne herkömmliche Gürtel verhindert die Maske ein übermäßiges Anziehen. Es ist intuitiv, innovativ und einzigartig. Das Kohlefasermaterial von Autolock wurde aufgrund seiner Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgewählt. Um nahtlos zu funktionieren, mussten diese Mechanismen mit einer unglaublichen Genauigkeit von innerhalb 10 Mikron hergestellt werden. Schon bei unserer ersten klinischen Studie wussten wir, dass wir es geschafft hatten, als wir diesen Aha-Moment im Gesicht der Patienten sahen. Sie konnten nicht glauben, dass es so einfach war. Mit F&P Solo wurde das Maskenerlebnis völlig neu definiert, um unseren Patienten zu helfen, sich sicher zu fühlen. Wir haben die harte Arbeit erledigt, damit Sie und Ihre Patienten es nicht müssen. Und das Ergebnis ist eine wirklich einfache Maskenerfahrung. Ein revolutionäres System, unterstützt durch Weltklasse-Innovation. F&P Solo. Einfach Autofit. Da haben Sie es. Ziemlich cool, nicht wahr? Jetzt schauen wir uns einige Rückmeldungen an. Und das Tolle an diesen Rückmeldungen ist, dass sie 110% authentisch sind. Und ich kann für jede dieser 73 Antworten bürgen, weil sie alle Mitglieder von SleepHQ Pro sind. Lass uns das mal überprüfen. Frage Nummer 1. Welche Solo-Maske hast du gekauft? Nun, es gibt zwei Solo-Modelle verfügbar. Das Nasenmodell und das Kissenmodell. Und Sie können hier sehen, dass 68,5% sich dafür entschieden haben. Die Kissen. Ich denke, der Grund dafür ist, dass Sie das während meiner ersten Überprüfung getan haben. Wenn Sie dieses Video ansehen möchten, klicken Sie auf den oben stehenden Link. Ich habe erklärt, dass die Kissenmaske merklich leiser war, beeinträchtigt mit der Nase. Okay, Frage Nummer 2. Wie einfach war es, die Solomast anzupassen? Und Sie können hier sehen, dass wir einen Durchschnitt von 8,4 haben. Und das sind alle Antworten. Ziemlich cool. Hey, also in dem heutigen Video werden wir nur die Zusammenfassung durchgehen. Jedoch, wenn Sie die vollständige, detaillierte Antwort von jeder einzelnen Person sehen möchten, Sie müssen ein SleepHQ Prime-Mitglied sein. Klicken Sie auf den Link oben, wenn Sie beitreten möchten. Also gut, also 8,4, eine sehr hohe Punktzahl von 10. Es ist super einfach, diese Maske anzupassen. Keine Schnallen, keine Clips, kein Klettverschluss, wie Sie im Video gesehen haben. Einmal berühren und los geht's. Frage Nummer 3. Wie bequem war das Kopfteil?
Durchschnittliche Antwort 7.9. Also Sie haben diese Kopfbedeckung genagelt, super einfach anzupassen und sehr komfortabel. Frage Nummer 4. Wie komfortabel war die Maskenpolsterung? Kissen. Durchschnittlich 6.8 von 10. Ziemlich gut, aber vielleicht gibt es Raum für Verbesserungen. Ich stelle fest, dass es etwas hart auf der Nase ist. Es dauert eine Weile, bis dieses Kissen sich auflockert. Aber vielleicht sollten Sie sich andere Materialien ansehen. Speicherschaum, etwas in dieser Art. ResMed hat einen AirTouch und viele Leute mögen dieses weiche Mary-Schaumkissen. Ich denke, das wäre unglaublich. Diese Maske. Frage Nummer 5. Wie leise war die Maske? Durchschnittlich 6.1. Sie fangen also an, ein wenig abzufallen, oder? Der Komfort war 7, jetzt der Lärm 6.1. Und das war etwas, was ich in meiner ersten Bewertung erwähnt habe. Offensichtlich, die echten Nutzer stimmen diesem Feedback zu. Frage Nummer 6. Wie gut war die Dichtung der Maske? Durchschnittlich 7. Ziemlich gut. Nummer 7. Wie würden Sie diese Maske insgesamt bewerten? Ist es aus 5 Sternen? Nächstes Mal denke ich, ich mache es aus 10. Und der Durchschnitt ist 3.4, was 6.7 von 10 entspricht. Und ich denke, 7 ist, wo es sich dort befindet, basierend auf dem Feedback aus den früher gestellten Fragen. Nummer 8. Würdest du die Solo-Maske anderen CPAP-Benutzern empfehlen? Sie sehen, wie mächtig ist das. Echte Benutzer geben ihr Feedback. Würde ich es empfehlen? Ja, ich würde es empfehlen. Nein, ich würde es nicht. Und wir haben 60% Ja, 40% Nein, was bedeutet, dass 3 von 5 Personen, die diese Maske verwenden, Ja gesagt haben. Ich würde dies meinem Kumpel empfehlen. Wie cool ist das, hey? Was hat Ihnen an der CPAP-Maske am meisten gefallen? Und das ist Leute, die geben detaillierte Antworten. Ich werde diese jetzt nicht durchgehen. Wenn Sie sie überprüfen möchten, klicken Sie auf den obigen Link. Und dann Nummer 10. Was hat dir am wenigsten an der Solo-Maske gefallen? Hier sind erneut alle Antworten. Wirklich interessant, dieses Feedback zu lesen. Dann auch jedes andere Feedback. Jetzt meiner Meinung nach denke ich, das Solo ist sehr, sehr nahe an einem Volltreffer. Es ist eine sehr, sehr gute Maske. Fantastische Innovation mit diesem Autofit-Kopfteil. Sie haben sich jedoch enttäuscht. Wir sehen dem Ziel. Linie mit nur ein paar kleinen Dingen, die für CPAP-Benutzer wichtig sind. Lärm. Viele Leute, die diesen Fragebogen, diese Umfrage ausgefüllt haben, benutzen das ResMed P10. Es ist eine sehr, sehr leise Maske. Dieser Mesh-Auslass, er wird ein bisschen blockiert. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn mit der Zahnbürste reinigen. Aber es ist sehr leise. Also vom P10 zum Solo zu wechseln, auf einmal hast du die Löcher. Es gibt mehr Lärm. Und mitten in der Nacht möchten Sie eine sehr, sehr leise Maske. Also, wenn Sie daran arbeiten können, müssen wir uns daran erinnern, dass dies Version 1 des Solos ist. 1.0. ResMed ändert ihre Masse die ganze Zeit. Beim P10 haben sie diesen verstellbaren Riemen hinzugefügt. Beim P30i, dem N30i, haben sie die leise Luft hinzugefügt. Hey, Ausatmungsöffnung. Es hatte früher Löcher. Jetzt hat es einen kleinen Filter. Ich habe dasselbe auch mit dem F20 gemacht. Also ich weiß nicht, ob F&P wieder an den Zeichentisch zurückkehrt. Aber wenn sie es tun, sie bringen den Solo 2.0 mit dem neuen Skywalker-Auslassventil heraus, das 10% leiser ist als das P10, dann springt diese Zahl von einer 7 bis zu einer 9 sehr, sehr schnell. Es wird also sehr interessant sein zu sehen, was in der nahen Zukunft passiert. Wie auch immer, Leute, ich hoffe, ihr habt das Video und das Feedback der SleepHQ Pro-Mitglieder genossen. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut, kümmert euch um eure Freunde. Und wir sehen uns bald. Prost. Hallo zusammen. Dieses Video wird von SleepHQ gesponsert. Laden Sie Ihre detaillierten CPAP-Berichte hoch, überprüfen Sie sie und teilen Sie sie mit jedem von überall auf der Welt. Besuchen Sie sleepHQ.com. Und treten Sie noch heute unserer kostenlosen Community bei. Tschüss.